Police Department. Premiere, du hattest es, glaube ich, alles schon gesagt. Hannover, vor einigen Monaten auf dem Schützenfest. Vor einigen Wochen. Vor Wochen, Entschuldigung. Ich lebe in der falschen Zeitdimension immer. Und durch dieses gigantische Riesenteil, von dem ich nichts kenne und noch nie einen Boxen gesehen habe, laufen wir jetzt durch. Wir haben 29% noch. Ich hoffe, wir schaffen das. Wie viel kostet Police Department? 5 Euro nur. Ja, sehr gut. Reiter. Was ist das denn hier? Subway. Ach, das kommt alles noch am Schluss dann. Wahnsinn. Sagen Sie als Grund an, ich zitiere, immer wenn ich hungrig bin, werde ich zu Diva. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Ich verurteile Sie zu 3 Monaten Resozialisierungsprogramm in der Police Academy. Die Verhandlung ist geschlossen. Okay. Verrückt. Dann müssen wir jetzt ausbrechen, oder? Achso, sind wir auf der Flucht praktisch. Das ist das Teil von draußen, ne? Was? Das war das Teil von draußen, aber ist ja gar nichts. Ja, läuft halt durch. Oder man wäre hier jetzt durchgelaufen. Ja, okay. Ja, na? Schau dich nur noch. Dass ich hier drin sitze, ist falsch. Dir hab ich gesagt. Du armer Uwe, bist du ein Pittchen. Ich sitze hier drin, ihr habt das Vergnügen. Ja, natürlich habt ihr das Vergnügen. Und hier ein kleiner. Guck mal, ja, ganz sicher. Ja, guck mal, wie echt das wie Gesicht geil aussieht. Ne? Echt aus Pimmelchen? Ich will das Pimmelchen sehen. Nee, sieht man nicht. Naja, Grüße gehen raus an Jerome, ne? Das war aber ein großer Insider jetzt. Ja. Das sind alles die kriminellen Freunde von Junkie aus Luckenwalde. Ja, die sind nicht kriminell. Nein, aber. Ich will mal jetzt schon sagen, Drehplatten sind das, was mich am wenigsten flashen will. Was hier ist denn los? Guck mal. Ah, die wackeln nur. Ja. Das ist auch mal gut. Und eine Drehplatte. Diese Rollen, ey. Ich bin gerade wieder voll ausgerutscht auf diese Rollen. Will kannst du Bilder machen, Fotoboy. Ich bin aber jetzt nach drin da. Ja. Da drin, oder? Boah! Ah! Was war das?
zwar geiler, wenn alles funktionieren würde, weil ganz schön viele Pixelfehler hier drin sind, aber... Naja. Ja, siehst du doch, das ist doch... Aber schon schön. Der Laser. Ach, da wäre man nur draußen lang vorbei. Ja, also das um es komplett zu machen, wäre jetzt, wenn man draußen lang gegangen wäre, wäre man hier wieder reingekommen. Wir sind aber durch den verrückten Tunnel gelaufen. Oh, wir werden uns so verheddern da drin, ey. Ich sehe es jetzt schon. Oh, es gibt Nebel mit Duftstoff. Wir müssen ein bisschen hinne machen. Boah. Da bin ich ja echt nicht so ein Freund von, so Duftstoffen. Es riecht sehr fruchtig, sehr künstlich. Ende. Sag das doch. Oh, schade. Wieder ein Drehteller, der sich aber nicht dreht. Wieder rollen. Rollen, rollen, rollen. Eine Wippe, die man hier wieder... Wie narzisstisch bin ich, dass ich wirklich in so einen Strudel reingerate und denke, oh, dreh noch schnell die Kamera, damit es als Content mit drauf ist. Ey, das ist echt. Du bist heute zu gar keinem Spaß aufgelegt. Ich habe gewartet, dass du kommst, dass ich dich erschrecken kann, aber du bist ja nicht gekommen. Bisschen Techno-Mucke. Ah, krass, und jetzt laufen wir praktisch hinter dem Ding. Hä? Oder geht man? Hä? Nee, geradeaus. Und dann laufe ich das alles nochmal zurück. So, hier mal ein bisschen Rückansicht. Hier leerlaufen. Ja. Aber kann man ja alles noch füllen. Ja. Boah. Ist ja auch Wahnsinn. Oh, da legt sich auch noch ein Spülfilter hier vorne. Ist ja auch Wahnsinn, was man das noch, ja. Was für Wege man hier befüllen müsste. Und ich finde es gar nicht schlimm, dass man hier einfach mal gerade laufen kann und nicht immer wieder von einem Drehteller. Geile Aussicht über den Platz. Ja, das stimmt. Da muss ich sogar mal kurz cutten. So, weiter geht's, Herr Junkie. Hey, man hat sehr viel Leerlauf. Ja, wir haben es, glaube ich, jetzt schon mehrmals erwähnt. Aber wie gesagt, dafür hier ein schöner Ausblick auf den diesjährigen Sommerdom. Ist fast ein bisschen Riesenradersatz von hier oben. Ja. Und ich und dann geht es jetzt gleich wieder in eine Rutsche. Und ich bin sehr gespannt, wie sich dieses Teil darstellt. Willst du hinter? Gut. Willst du vorrutschen? Dann rutsch. Geht auch jetzt schon. Kannst ruhig rutschen, weil es war schon grün. Jetzt ist grün, jetzt kannst du. Da warte ich aber zweimal, weil das sieht schon sehr langsam aus bei ihm. Ja. Wahnsinn. So. Viel oh, Spaß, ich komme dir aber dann gleich hinterher, ne? Wow. 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 Warte noch. Wow. Wow. So, ich komme. Da kriegst du einen Drehwurm, Alter. Boah. Was geil! Ist.
KI war schön. Ja. Die hat schon ein bisschen Speed dran drauf gehabt am Schluss. Ja. Aber man muss da so aufpassen, mit kurzen Ärmeln. Ich hätte mich fast verbrannt mit der Haut da drin. Ja. Ne? Wusste. So, also diesmal mache ich nicht den Fehler und renne wieder in so einen Strahl rein. Wahnsinn, du hast ja voll abbekommen. So, komm jetzt schnell durch. Geh halt vorbei. Das geht gleich wieder an. Ja, dann geht doch mal alle. Ihr müsst alle mal laufen. Das ist ja furchtbar, dass wir hier immer stehen und lauf! Das ist schon ein bisschen Psycho hier, ne? Vor allem, dass er immer nicht weitergeht und dann steht man hier in diesem... So, das war das Police Department. Für 5 Euro kann man nichts sagen. Für 5 Euro kann man wirklich nichts sagen. Ich habe tatsächlich noch nie so eine Laufstrecke erlebt. Das ja. war. Die Animatronics waren cool. Es gibt schöne Innenmomente. Ja. Alles noch nicht ganz ausgereift. Ich wollte gerade sagen. Wie so ein Riesencontainer aufgestellt, aber selbst noch ein bisschen überfordert damit. Ich glaube, da kommt auch noch ein Zug. Und manchmal ist es mir ein bisschen zu steril, auch mit sowas, und fast zu unverspielt. Ja. Sieht dann alles sehr noch so silber und industriell aus, aber ist schon okay. Ich denke, da kommt noch was. Hat Spaß gemacht. Ja. Was ist das jetzt hier? Da kannst du eine Makabe kaufen. Ah, okay.